Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück bei Shape Hero Factory, der Demo. Die Gamescom-Version, weil ich einen Key dafür bekommen habe, um diesen schönen Skin zu haben. Wer das Spiel nicht kennt, ein bisschen Tower Defense, ein bisschen Shapes-artig. Wir bauen uns selbst unsere kleinen Gruppen zusammen oder Truppen. Haben es bereits in der letzten Episode versucht mit einem ersten Endgegner. Da haben wir allerdings vermasselt. Deswegen fangen wir neu an mit dem Ganzen. Und ja, wir starten ganz normal mit allem. Versuchen mal vorwärts zu kommen. Die Geschichte kennen wir schon. Deswegen skippen wir sie diesmal. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht mehr genau weiß, worum es geht. Bin ich mal ganz ehrlich. Hier können wir uns einen Weg aussuchen. Wir müssen auf jeden Fall hier mit anfangen. Und dann sieht man eben hier, was für Gegner es gibt. Hier oben wäre mal ein neuer Gegner. Spuma. Wenn wir allerdings nur hier hochgehen, kriegen wir hier keine schönen Boni. Ich würde mir gerne solche Boni mitnehmen. Das gibt es nur hier. Diese Manas. Und hier können wir uns erholen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Standard an. Geschenk der Untergebenen. Erwirb neue Forschungsbäume, mit denen du neue Ausrüstung freischalten und Aussätze hinzufügen kannst. Entweder Motivumwandlungstechnik. Gewährt Zugriff auf den Motivumwandler. Diese Rede verbrauchen zwei Materialien und wandeln sie in das Motiv deiner Wahl um. Okay. Das ist interessant. Untergebenenproduktion. Ermöglicht es dir, weitere Untergebenen auf Ausrüstungen zu platzieren, mit denen sie arbeiten. Wähle den Untergebenen aus und wähle dann die Ausrüstung, auf die er gesetzt werden soll. Fällt mir jetzt im Kopf spontan schwer ein zu verstehen, was das macht. So, wir gehen hier auf den Umwandler, den schalten wir mal frei. Das hier ist unser Teil, den müssen wir beschützen, doch dafür müssen wir hier erstmal bauen. Wir pausieren direkt. Wir sehen hier einen Spawner. Hier gibt es Kreisteile, hier gibt es Dreieckteile und hier gibt es Dreieckteile. Kreisteile, hier sind unsere einzigen beiden Viereckteile. Wir müssen uns ganz kurz mal den Plan anschauen, weil Kreis und Dreieck ergibt die normalen Mannequins. Mit dem können wir aktuell nur arbeiten. Das heißt, alle anderen Parts können wir ignorieren. Ergo, Kreis und Dreieck ist wichtig. Da haben wir hier oben eine Zusammenstellung, hier unten eine Zusammenstellung. Also bauen wir zwei Fabriken auf. Um das zu machen, müssen wir zunächst mal hier so einen Spawner nehmen. Das sind diese Teile, die spawnen uns quasi die Parts, die wir brauchen. Über die Laufbänder bewegen wir sie. Dann können wir eben hier zusammen kritzeln lassen zu so kleinen Mannequins. So, den und den. Den. Wahrscheinlich würde es sogar mehr Sinn machen, den halt einfach straight zu machen, aber gut. Das Ganze kostet hier eben jeweils Mana, die wir damit erstmal produzieren müssen. Das heißt, wir müssen hier oben sowieso warten. Ich sehe hier direkt, das ist nicht gut getimed. Ganz so schlimm ist es allerdings nicht. Deswegen können wir damit erstmal arbeiten. Frage ist, würde ich hier vielleicht noch einen zweiten direkt nebendran bauen? Dann müssten wir hier einen Splitter hinsetzen. So rum. Hier einen Splitter hinsetzen. Den müssen wir ganz kurz hier hoch machen. Dann bauen wir hier nämlich noch einen hin. Den hier rein. So. So. Und hier bauen wir einen Vereiniger hin. Und jetzt machen wir nämlich doppelte Produktion davon. Und kriegen damit schneller XP und mehr Manas. Freischalten können wir hier noch nichts. Ah, wir können mit Heldenfähigkeit, mit den Mannequin und Dreiecken Magier machen. Aber ich glaube, diesen Weg haben wir hier noch nicht erlernt. Deswegen ist es noch ausgegraut. Ich glaube, wir brauchen allerdings mehr Spawner. Das heißt, den wollen wir gar nicht.
sondern so machen. Sieht ein bisschen smoother aus. Noch nicht schön gebaut. Das Ganze und gar nicht, aber trotzdem. Ja. Also wir kriegen nicht genug Kreise, wir kriegen genug Dreiecke. Das heißt, hiervon brauchen wir auch noch einen zweiten später. Das wir eben dann schon mal vorbereitend machen. So. Dann haben wir hier beides nämlich einzeln gemacht, aber das wird zusammengeführt. Das sieht, glaube ich, schlauer aus. Nun haben wir die Schlacht, unsere Mannequins spawnen. Wir können denen helfen, indem ich hier per Hand mache, zack. Die halten noch nicht viel aus, diese kleinen Mannequins, deswegen die erste Welle ist eigentlich geschenkt. Und die rennen halt dann gegen an. Und machen dann immer so ein bisschen Damage. Wenn man das gut plant, kann man eben auch mehrere Gegner auf einmal erwischen, wenn sie nah genug dran sind. Hat natürlich ein Delay drin, dass wir eben nicht alle paar Sekunden hier selbst machen können. Sondern unsere Männchen auch noch was zu tun haben. Da oben die beiden kriegen wir parallel. Verdammt. Also wir sehen schon. Erste Welle ist easy. Das war ja auch nicht das Problem beim letzten Mal. Da war es unser Endgegner. So, wir kriegen ein paar Points. Wir kriegen Mana. Jetzt können wir uns den Weg aussuchen. Entweder hier runter zu dem oder hier hoch. Ich würde gerne zu dem Gegner. Wobei hier haben wir auch was Neues. Ignis. Massives Flammenrad. Dass dein Turm schießt. Durch die besonderen Eigenschaften des Feuers wird der Schaden nahezu aufgehoben. Klingt spannend. Gehe ich mal hin. Man kriegt eben neue Rezepte. Wir können jetzt entweder Heldenbaum weitere Einheit machen. Oder wir könnten hier auf das Pferd gehen mit einem Kreis und einem Halbteil. Oder eben unseren Schildträger mit Hilfe von den normalen Mannequins und Vierecken. Ist, glaube ich, am schlauesten. Aber der leuchtet. 240 HP, Angriff plus 1. Ja, ist halt Spawn Limit ist bis 8. Einen Schneider haben wir noch nicht. Deswegen können wir das Pferd gar nicht machen. Gehen wir auf den klassischen Heldentypi. Das heißt, wir brauchen jetzt die Mannequins inklusive Vierecke. Und wir holen uns ein bisschen bessere. Bisschen bessere Mana-Produktion. Jetzt gucken wir mal, wir brauchen Vierecke, die sind ganz hier drüben. So, wir brauchen hier einen. So. Dann brauchen wir hier drüben einen Spawner. Dann hier zusammenfügen. Ups. So. Allerdings brauchen wir maximal 8 von denen. Und es können maximal 8 spawnen. Jetzt können wir hier oben allerdings wieder auf einen Aufsplitter gehen. Deswegen brauchen wir gar nicht mehr so viel. Der hängt natürlich jetzt auch hinterher. Also brauchen wir die hier nicht mehr. Der hier hin und der da rüber. Eventuell wäre es schlauer, den weiter drüben anzusetzen für die nächste Runde und hier dann noch ein weiteres Mannequin zu machen. Wir können hier den Forschungsbaum machen, die Schere freischalten. Ein Mixer ist noch nicht so wichtig. Den Motivumwandler wäre halt spannend.
Da können wir eins in Kreis umwandeln, in Dreieck oder nicht. Das heißt, jeder von denen ist einzeln. Okay. So, wir nutzen mal ganz kurz hier die Slow-Dinger. Nicht den, sondern den. Nee, doch. Doch der hier. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier dran denken. Der muss aufgesplittet werden. Weil einer hier rüber muss, einer muss hier rein. Das, was da rauskommt, muss hier rein. Und jetzt müssen wir nochmal Kreis aufsplitten. Weil eins muss hoch, eins muss runter. Und wir brauchen natürlich noch ein Dreieck. Ich glaube nicht, dass der von hier bis nach da reicht. Nee, leider nicht. Das heißt, wir müssen den hier anbinden, den hier rumholen und den so rumholen. Was für ein Tohu Bavohu. Klar, das hier ist zu viel. Das ist aber keine Überraschung. Das sieht alles andere als organisiert aus, gell? Ich glaube, wir brauchen mehr von den Kreisen. Dann sind wir den da weg. Machen den straight und machen den straight. Weil dann verteilt der das hier rüber auf die zwei. Und der verteilt das auf den. Das sieht ein bisschen besser aus. Immer noch nicht optimal. Aber auf jeden Fall kriegen wir hier ein bisschen was raus. Wahrscheinlich wäre es schlauer, hier einen Umwandler mit reinzunehmen, weil wir hier so viele Vierecke kriegen. Den Umwandler in Kreis. Dann hätten wir hier ein Dreieck-Ding, Viereck und Kreis. Das wäre, glaube ich, gar nicht so blöd, wenn ich drüber nachdenke. So, hier helfen wir natürlich wieder gut mit. Soweit es geht. Also wenn möglich ist, mehrere erwischen. Dass wir wirklich hilfreich sind. Auch die Welle ist gar kein Problem. Es sieht jetzt dramatischer aus, als es wirklich ist. Aber da sieht man schon durchmarschiert. Ich denke, das mit dem Umwandler ist gar nicht so dumm. Da rechts den Weg machen. Oh, jetzt hat mir hier dieses Ding. Ich glaube, das würde ich mal machen. Vielleicht geht es nach hinten. Dein Mana wird verjüngt. Wir erhalten Mana. Cool. So. Level up. Ich will noch mehr. Ne, wir nehmen zwei von denen. Und jetzt müssen wir gucken, wo ist denn... Ah, den haben wir nicht freigeschaltet, gell? Das habe ich vermasselt. Hier. Was wollte ich haben? Kreise. Weil jetzt... Haben wir den hier. So, der gibt uns Kreis. Dann brauchen wir den hier eigentlich nicht mehr.
Der gibt uns Kreise. So, Kreis und Dreieck ergibt ein Mannequin. Ah, wir haben da keinen Ansatz mehr für Dreiecke. Das war ein bisschen wenig. Das war jetzt sehr unintelligent. Will nicht sagen dumm. So, und den könnten wir dann direkt... Was hier rumkäme... Der hier wird sofort in den Zeichner reingehauen. Und das wird dann... mit dem hier zusammengeführt. Immer noch viel zu viele Dreiecke, weil wir hier die komplette Dreieckproduktion haben. Deswegen, ich glaube, wir müssen hier einen Zusammenfüger machen. Da den Partwechsler dran. Das hier. Jetzt müssen wir hier allerdings einen Aufsplitter nehmen, damit wir die Produktion für den Kreis erhöhen. Ist noch nicht perfekt, aber besser. Da sind zu viele Kreise. Tun wir hier noch einen Aufsplitter nach oben und einen Zusammenfüger hier hin. Und dann können wir die von hier nehmen und erhöhen hier die... Nein, so rum. Erhöhen hier jetzt die Produktion an Kreisen, damit schneller nach rechts geliefert wird. Bei der ich jetzt zwei Dinger vollpacken muss. Und jetzt staut sich das hier auch nicht mehr so sehr. Dafür drüben wir zu viele Kreise machen. Timing mit den Dreiecken ist gar nicht so schlecht da oben. Ein Ticken zu langsam, aber es ist noch okay. Könnte man perfektionieren, wenn wir den hier rausnehmen, direkt hier ansetzen und dann sagen, du ziehst darüber, du ziehst darüber. Sollte jetzt ein Ticken näher sein, dass das Timing hier besser ist. Ja, ein bisschen, nicht viel. Aber ich glaube, damit kann man arbeiten. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal den neuesten Gegner an, diesen Kreis. Was könnte man denn noch machen? Geschwindigkeit, Verteiler und Verbinder um 50% erhöhen. Warum eigentlich nicht? Und gleich nochmal. Umwandlungsgeschwindigkeit ist egal. Weil wir sowieso schon hinterherhängen. Aber ich denke, damit sind wir erstmal gut aufgestellt. Wir haben einige Männchen, wir können selbst noch eingreifen. Vor der nächsten Welle haben wir hier wieder unsere vollen 2 Minuten. Das wird schon. So, was ist das mit diesem Kreis? Da ist er, guck mal. Okay. Das ist schon fies. Ich glaube, will ich da vorher schon irgendwie helfen? Vielleicht war das ein bisschen optimistisch von mir. Das wird doch ein bisschen knapp. Guck mal, der hier ist fast down. Der gesamte Kreis ist fast down, okay. Aber der kommt da doch sehr weit vor. Ich glaube nicht, dass er uns komplett damagen kann. Oh, jetzt kommt er. Aber der wird uns nicht fertig machen in 8 Sekunden. Na also.
Den haben wir geschafft. War nicht ganz so souverän wie gehofft, aber wir kamen vorwärts in schicker Sektquirl. Wirkungsgrad des Mischers um 30% erhöhen. Cool. Dafür haben wir noch keinen Mischer. Wie es allerdings weitergeht mit dem oder dem Gegner, seht ihr erst beim nächsten Mal. Ich denke, es ist egal, weil wir hier immer dasselbe kriegen und wir kommen zu diesem Manus-Gegner. Den würde ich gern gehen wollen. Bis dann, euch wie immer noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.